Wow, was für eine süße kleine Papierblume. Ich bin definitiv ein Bastelgenie. Oh nein, nicht schon wieder. Oh, durch einen Papierschnitt zu verbluten, ist echt eine ganz neue Art zu sterben. Aber nicht heute. Wo ist das Blut? Oh, was stimmt denn mit dem nicht? Wo ist das? Oh nein, warum sieht er so wütend und hungrig zugleich aus? Wo ist das Blut? Nein, nein, das ist nur ein kleiner Kratzer. Hier, kleine Hilfe für deinen kleinen Kratzer. Nimm es. Danke. Oh, sie ist so hübsch. Gern geschehen. Er ist echt süß. Oh, ich bin am Verhungern. Essenszeit. Dann wollen wir mal richtig reinhauen. Oh, Moms Essen ist das Beste. Ah, lecker. Oh, da ist Steve. Er sieht so cool aus. Das ist meine Chance, ihn zu kriegen. Hey, Steve. Hm? Hey, Sally. Ist das Blut? Deine Zähne. Oh, nein, das ist nur Ketchup. Ach so, Ketchup. Da. Ja, lass mich etwas Ketchup für dich verteilen. Oh, das sieht noch leckerer aus. Toll. Willst du davon auch was abhaben? Warum nicht? Sieht lecker aus. Au. Was ist das? Oh nein. Meine Zunge brennt total. Was zum Teufel ist das? Dir schmeckt mein Essen nicht? Nein, tut es nicht. Ich folge einer speziellen Diät. Entschuldige mich. Oh mein Gott, habe ich gerade den Mann deiner Träume vergiftet? Was ist denn damit falsch? Das riecht nach Knoblauch, natürlich. Oh Mann, warum musstest du so viel davon reintun, ha? Oh, Steve, ich kann neben ihm sitzen. Ja, das ist meine Chance. Oh, meine Haare. Okay, alles klar. Ganz ruhig, Savvy. Bleib cool. Er sieht so ernst aus. Hi. Oh, was ist das für ein Geruch? Knoblauch? Ugh. Ich halte lieber etwas Abstand zu diesem Kryptonit. Ist denn so schlimm? Ein bisschen weiter? Oh nein. Okay. Oh, ich muss das unbedingt in Ordnung bringen. Nein. Oh, komm schon, wo bist du, wenn ich dich brauche? Nein. Oh nein, nicht du. Warum habe ich denn so viel Zeug? Oh, da bist du ja. Oh, Baby, sprüh mir was Liebe auf. Und noch ein bisschen mehr, nur für den Fall. Jetzt ist es noch schlimmer. Okay, ich glaube, das reicht. Guten Morgen, Klasse. Zeigt eure Hausaufgaben. Oh, okay. Hier sind meine Hausaufgaben, Herr Lehrer. Okay, danke, Savvy. Steve, wo sind deine Hausaufgaben? Eine Sekunde. Hä? Wo sind sie? Ha? Ein Loch. Sie müssen rausgerutscht sein. Sie sind wahrscheinlich noch zu Hause. Boah, eine Sekunde, Herr Timothy. Ich muss meine Hausaufgaben zu Hause holen. Eine Sekunde? Das schafft niemand in nur einer Sekunde. was so? Hier sind meine Hausaufgaben. Mhm, gut. Sehr gut. Wie hast du das so schnell geschafft? Egal. Vielleicht brauche ich nach der Schule einfach eine kleine Pause am Strand. Oh, es ist so heiß. Aha. Tick-Tock-Zeit. Mhm. Frischer Saft gefällig. Das tut echt gut. Richtig erfrischend und kühl. Genau das, was meine blasse Haut braucht. Einen kleinen Kuss von der Sonne. Oh mein Gott, er sieht echt heiß aus. Oh, hey, Savvy. Hi, Steve. Deine Augen, deine Haut. Was war das denn gerade? Das war nur ein Traum. Ist mein Traum Wirklichkeit geworden? Warum juckt das denn so? Oh nein, das sind nur Mückenstiche. Da ist er ja. Wunderschön. Er bringt mich zum Schwitzen. Hoffentlich stinke ich nicht. Du schwitzt wegen mir? Ha, deine Gedanken schmeicheln mir. Warum hat er mich so angestarrt? Er kann doch nicht etwa meine Gedanken lesen, oder? Wie gewinne ich den Jungen meiner Träume für mich? Ich muss seine Aufmerksamkeit erregen. Bin ausgestattet und bereit. Ich werde von dir berichten. Oh, warte. Warte kurz. Hey. Ja? Ich bin Savvy, die Schulreporterin. Hey, Savvy. Hi, Steve. Du bist hier so beliebt. Darf ich dich für die Schülerzeitung vielleicht interviewen? Ich weiß nicht. Hey, Leute. Vor mir steht der beliebteste Junge der Schule, Steve. Was sind deine Hoffnungen für dieses Schuljahr, Steve? Warum geht sie auf mich los? Gefällt es dir hier in der Schule? Sie darf mich nicht so sehen. Sind alle nett zu dir? Ich muss es löschen, damit sie es nicht merkt. Erledigt. So.
Deine für den Schwulball, ne? Ich muss jetzt los. Treffen wir uns einfach draußen nach der Schule, okay? Bis dann. Aber was? Ist echt komisch. Aber ich mag das. Ich schau mir mal das Video. Was? Das sind nur meine Selfies. Warum? Warum habe ich denn nicht aufgenommen? Ach, schon okay. Ich finde dich schon nochmal. Steve. Hab ich dich? Hat er gerade einen Schneemann umarmt? Deine Hand ist eiskalt. Das passiert manchmal. Oh ja, okay, klar. Savvy? Ja? Es ist so schön, zu Fuß zu gehen. Oh, er mag mich! Alleine. Oh, warte, was? Okay, wir sehen uns. Tschüss, Savvy. Aber... Ich mag sie wirklich, aber wir können nicht zusammen sein. Es ist das Beste für uns beide. Warum verhält er sich nur so komisch? Er sieht nett und schüchtern aus, aber manchmal benimmt er sich total seltsam. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Ich muss es herausfinden. Vampir? Nein, nein, nein. Das kann unmöglich ein... Ich meine, ich muss das unbedingt überprüfen. Ich kann nicht glauben, dass ich in einen Vampir verliebt bin. Ich muss mich verstecken, um sein Geheimnis zu enthüllen. Oh, das ist das perfekte Versteck. Mal sehen, ob er schon da ist. Fledermäuse am heiligen Tag. Oh mein Gott. Los geht's, Vamp. Ich hasse die Sonne. Vampire an unserer Schule? Wie konnten die bitte aus dem Nichts auftauchen? Ein Anhaltspunkt führt zum nächsten. Was macht er da? Ha? Er klemmt schon wieder? Oh, ich muss mit meiner Kraft arbeiten. Ja, geschafft. Hoffentlich hat es niemand gesehen. Oh, ein normaler Mensch würde sowas niemals schaffen. Bringen wir den Vampirzauber zum Einsatz. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Coolste im ganzen Land? Seelen nicht existent, Charme bleibt intakt. Das kann nicht wahr sein. Ich bringe es schnell wieder an, bevor die Sterblichen durchdrehen. Und er tut es schon wieder. Türen sind echt unpraktisch. Okay, wie ist er denn so stark geworden? Was als nächstes? Schön tarnen, Savvy. Es ist bereits Zeit für meine Mittagseinnahme. Wo ist sie? Da ist sie ja. Hey. Hey. Oh, wow. Die ist vielleicht cool. Hier ist dein Blutsaft. Danke. Was? Er ist ganz sicher ein Vampir. Was glotzt ihr denn so, ihr Sterblichen? Ich weiß, was ich tun muss, um ihn zu kriegen. Schon wieder rechnen. Da ist er ja, mein Steve. Hey, Steve. Hm? Oh, wow, du hast dich verändert, Savvy. Du siehst seltsam aus. Nur für dich. Was? Was soll das heißen? Ich weiß, was du bist. Du bist ein Vampir. Das soll ich sein? Ha? Was? Alles deutet darauf hin. Du hast kalte Hände. Deine Augen sind blutrot. Ich sollte gehen. Nein, Steve, warte. Steve. Sorry, ich bin zu gefährlich für dich. Schon gut, Steve. Das ist kein Problem. Ich habe keine Angst. Du darfst niemandem davon erzählen. Natürlich, das werde ich nicht, weil ich dich mag, Steve. Du magst mich? Das hat mir noch nie jemand gesagt. Ich mag dich auch. Wirklich? Ja, auf den ersten Blick, Savvy. Du bist der erste und einzige Mensch, mit dem ich je zusammen war. Du bist der erste Vampir, mit dem ich je ausgegangen bin. Keep him in my purse. Find a boy, find a boy. He says I'm all he wants. He'll make me feel alright and bring the moon to make me smile. I find a boy, find a boy. I hurt him so much. I kissed a boy, kissed a boy. He tastes like sugar cream. I kissed a boy, kissed a boy. Like honey with some milk. I'm a lame, I taste again. I will be our little thing. I kissed a boy, kissed a boy. I love
Hi, Sammy. Komm zu mir. Okay. Du dummes Mädchen. Was ist denn mit ihm los? Kitty. Steve. Wow, wunderschön. Hey, Steve. Hast du mich nicht gesehen? Ich hab dir gewunken. Oh, hey, Savvy. Hey, ich bin Savvy. Bist du eine Freundin von Steve? Mal sehen. Eine Sterbliche. Ekelhaft. Aber mit frischem Blut, hä? Ich weiß schon, wer du bist. Lass uns gehen, warum Steve. Warum ist die denn so gemein? Komm schon, Steve. Aber Steve, warum redest du denn nicht mit deiner Freundin? Oh. Sprich es nicht laut aus. Was? Wo ist er denn hin? Wie kann er es wagen, einfach zu verschwinden? Steve, das gefällt mir gar nicht. Und ich werde alles darüber herausfinden. Inakzeptabel. Nicht einmal ein Vampir darf mich so behandeln. Ich muss mich entscheiden, wer wichtiger ist. Kitty oder Savvy. Oh, schaut sie mich an. Was soll ich ihr nur sagen? Steve. Aber ich liebe sie beide. Hey, Steve. Wollen wir darüber reden, was vorhin passiert ist? Oh, Savvy, mach dir keine Sorgen, Süße. Bist du dir da ganz sicher? Ja, sie ist nur ein neues Mädchen an dieser Schule. Ich sollte sie herumführen. Aber du hast mir das Wort verboten, Steve. Tut mir leid, okay? Ich bin nur noch nie mit sterblichen Mädchen ausgegangen. Nun, wenn das so ist, ich verstehe das schon, Steve. Danke, Savvy. Du bist ein sehr liebes Mädchen. Oh, Steve. Wer ist das denn? Wer ist das? Oh nein, nicht jetzt. Wem schreibt er da? Kitty? Ich wusste es. Treff mich an unserem Platz, was? Steve gehört mir. Tut mir leid, ich muss los. Wir sehen uns später. Lügner, ich werde all deine Geheimnisse ausplaudern. Na dann, lassen wir die Katze mal aus dem Sack. Mission gestartet. Oh, er kommt. Was hat er nur vor? Die Luft ist rein. Auf und davon. Oh, er kann auch noch fliegen? Ich muss ihm folgen. Taxi, Taxi. Wo ist Kitty? Oh, da ist sie ja. Was ist das denn hier für ein Ort? Warum ist er denn bei ihr? Ist sie ihm wichtiger als ich? Ich glaub's nicht, dass er bei ihr ist. Ich muss wissen, worüber die reden. Okay, ich bin bereit dafür. Aber zuerst, man darf nicht zu leichtsinnig sein. Also, mein Schutz. Sogar ihr Essen ist anders und nicht so lecker. Die sind also wirklich zusammen? Das ist doch absolut nicht wichtig. Aber denkst du... ja, bitte. Wollen Sie was bestellen? Wir haben unseren Drink schon bestellt, vielen Dank. Ah, da ist es ja. Ihr Getränk, Sir. Sorry, Sir. Zum Wohl. Verzeihung. Oh, der muss neu hier sein. Oh, es ist echt kalt hier drin. Selbst für einen Vampir. Was? Die Jacke. Genau, was ich brauche. Das ist meine Chance. Mach deine Arbeit, kleiner Freund. Führ mich dahin, wo sie hingeht. Hier riecht's irgendwie total nach Knoblauch. Ich halte Hey, Bedienung! Aus. Ja? Haben wir uns schon mal gesehen? Nein, Sir. Dieser Geruch schon wieder. Oh, das tut so Warum weh. Warum ist alles so verschwommen? Meine Augen. Wo ist er? Er kommt mir so ich bekannt halte vor. Ich halte es nicht mehr aus, sorry. Ich okay, muss los. Kitty, bis später. Oh, ich halte es auch nicht aus. Boah, weg hier. Oh, das war knapp. Oh, Kitty. Wo gehst du nur hin, Kitty? Ich muss ihr folgen. Detektivin Savvy ist wieder auf heißer Spur. Oh, wo sind wir denn? Mal sehen. Was? Hier? Ihr Haus? Ist das ihr Haus? Vampire leben doch in einer Villa, oder? Nun, ich muss da wohl rein. Steve? Mit ihr? Er betrügt mich ja wirklich. Ich kann's nicht glauben. Wie konnte ich nur denken, dass ich sein Typ bin? Aber worüber reden die nur? Ich kann hier gar nichts hören. Aber sie ist wunderschön. Ich bin deine Schwester und wir sind Vampire. Hast du unsere Traditionen vergessen und wer du bist? Ach, diese blöden Traditionen sind mir egal, Kitty. Darfst du nicht sagen. Geschwister? Nein, jetzt mal im Ernst, Steve. Es ist gefährlich für Vampire, sich mit Sterblichen einzulassen. Ach, ich will kein Vampir sein.
weil ich sie liebe. Du was? Wirklich? Er liebt mich? Ah! Ha? Was war das? Hast du sie hierher gebracht? Nein, das würde ich nie tun. Oh mein Gott, sie wird's herausfinden. Das ist auf jeden Fall sie. Oh, oh. Da bist du ja. Ich wollte nur... Du solltest nicht hier sein. Ich werde nicht zulassen, dass du meinen Bruder verwirrst und dadurch unsere Familie zerstörst. Nein, weg von meinem Mädchen. Hör auf damit, Steve. Bleib weg von ihr. Was willst du schon tun? Kitty. Nein, werde nicht zulassen, dass du ihr wehtust. Savvy, geht's dir gut? Das ist mir alles zu verrückt. So kann ich nicht leben. Ich gehe. Was? Wage es ja nicht, uns zu folgen. Aber Steve! Oh. Savvy! Hey, stopp! Savvy, hör mir zu, bitte! Nein, deine Schwester hat recht. Es ist viel zu gefährlich für uns Savvy, zusammen es ist zu mir sein. Egal, was sie gesagt hat. Ich will kein Vampir mehr sein. Nein, das ist unmöglich, Savvy. Steve! Ich will nur mit dir zusammen sein. Aber wie denn? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht wieder zum Menschen werden. Das ist lächerlich. Was ist, wenn ich für dich zum Vampir werde? Ach, Savvy, sag sowas nicht. Du weißt nicht, wie es ist, ein Vampir zu sein. Das ist mir egal. Ich liebe dich, Steve. Ich möchte mit dir zusammen sein. Ja. Oh, Savvy, bist du dir sicher? Ja, natürlich bin ich mir sicher. Das ist das Einzige, was ich will. Ach. Ist es nicht das, was du auch willst? Ja, ich liebe dich. Und ich will unbedingt mit dir zusammen sein, Savvy. Dann tu es. Mach mich zu einem Vampir. Okay, Savvy. Willkommen im Leben der Unsterblichen, Savvy. Ich bin zu spät. Was? Ich habe keine Luft mehr. Hi. Hallo. Dieses Mal bestehe ich. Okay, Zeit für die Abgabe. Oh, Mann. Danke, danke, danke. Holly, du bist die Letzte. Hey, geben Sie es zurück. Ich bin nicht fertig. Moment. Die Zeit ist um. Das brennt! Lecker! Ja! Mutter! Den erteile ich eine Lektion. Die nehme ich. Ich hab's doch gesagt, Kinder. Kein Essen erlaubt. Blöde Regeln. Psst. Willst du spielen? Psst. Das her. Du kennst die Regeln. Aufgepasst. Interessant. Wow. Das wird klappen. Oh, was? Das ist unfair. Ich brauche Sonnencreme. Da ist sie ja. Das funktioniert nicht mehr. Ups. Holly. Machen wir weiter. Ja! Endlich! Wow!
nächste Mal vorsichtiger. Was? Oh. Ups. Okay, versuchen wir es. Beginnen wir mit dem Unterricht, Kinder. Oh, wartet. Oh Mann! Shit. Nein, fangen wir jetzt wirklich an. Moment mal! Ach, nichts. Yeah! Was ist so lustig? Meine Hose! Was mache ich denn jetzt? Scott, komm nach vorne. Ich? Alter, hilf mir! Tut mir leid, Mann. Eine Sekunde. Kommst du jetzt oder nicht? Ich komme. Moment mal. Mein Schatz. Hab dich. Ups. Was macht der Käfig hier? Freistunde. Lass mich raus! Lass mich raus! Kommt nicht in Frage! Nachsitzen! Ich weiß, was Sie getan haben! Mach keine Witze! Schauen Sie! Sag bloß, hey, Leute! Der hat gefurzt! Ich war das nicht! Ich war das nicht! Stinker! Wie wollen Sie das erklären? Was machen Sie da? Oh, Verzeihung. Wie machst du das? Ich weiß alles über Sie. Tu das nicht! Herzlichen Glückwunsch, Herr Miraculous. Was geht dir vor? Überraschung! Oh, danke, Leute. Aber so jung bin ich nicht. Besser? Ich brauch mehr. Noch eine? Noch mehr. Vielleicht hilft die? Jetzt sind es genug. Alles Gute. Alles Gute. Danke, Leute. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch zu 170 Jahren, Herr Miraculous. Übrigens, das ist mein neuer Freund. Freund? Er heißt Scott.
Hallo, Mr. Barocula. Scott. Warum riecht es nach Hund? Weil ich ein Wolf bin. Ein Werwolf? Oh nein, Vollmond. Der schlimmste Geburtstag meines Lebens.